Und jetzt, es wurde lange überlegt bei der holländischen Nationalmannschaft, Blumen für Lothar Matthäus. Und sie haben ihm auch mitgebracht ein gerahmtes Trikot, wo heute Vormittag noch alle holländischen Fußballnationalspieler unterschrieben haben. Nach all dem, was wir an den vergangenen Tagen hier gehört haben und vor allem von der holländischen Presse auch angeheizt wurde gegen Lothar Matthäus, finde ich das Publikum hier in der Amsterdam Arena äußerst fair und sportlich. Aus Italien, pikanterweise ein Jahr jünger als Lothar Matthäus. Kompliment für Lothar. Senden. Kluivert hat er klasse gemacht. Er täuschte die deutsche Hintermannschaft, indem er die auf die Fährte lockte. Er wolle sich anspielen lassen. Schaut sich das an. Er lässt einen Ball durchlaufen, läuft sich dabei sofort wieder frei und wird von Van Nistelrooy bedient. Klasse. Jeremies gut auf Ziege. Van Nistelrooy. Oh, Senden löste sich goldrichtig von Sebesken. Und Kluivert. Es musste so kommen. Bodewijn Senden, der Mann mit der Elf, löste sich blitzschnell von Sebesken, der da Schwierigkeiten beim Stellungsspiel verriet, entwischte ihm. Tolles Zuspiel auf Patrick Kluivert. Und der Mann, ich sagte es ja, der zuletzt schon in Barcelona wieder Torjägerqualitäten bewies. Schauen Sie sich dieses Zuspiel an. Wunderbar. Auf Senden. Kluivert. Schauen wir noch mal hin. Abseits verdächtig, ja oder nein? Nistelrooy gegen Matthäus. Ereifern wir uns nicht, war eine klare Schwalbe. Aber Nistelrooy gilt ja zu Recht nach dieser Szene als Schwalbenkönig in Holland. Der will. Und Ziege! Ja! Ist es denn die Möglichkeit? Jetzt werden die Holländer sagen, typisch deutsch. Erste Torchance der deutschen Fußballnationalmannschaft. Nach dem ersten im Ansatz positiven Angriffszug vorhin gegen 10 Holländer, denn Bogarde wurde nach wie vor außerhalb des Feldes verarztet. Neuville zum ersten Mal links aufgetaucht, zum ersten Mal gut angespielt. Und Christian Ziege trocken. Van der Sar sah da nicht gut aus. Die kurze Ecke hätte er besser abdecken müssen und er steht 1:1. Und das muss doch jetzt Mut machen. Hoffentlich kehrt jetzt mehr spielerische Linie bei der deutschen Fußballnationalmannschaft an. Ja. Ja. Ziege. Kluivert. Bisschen zu heftig die Attacke von Van Nistelrooy gegen Oliver Kahn. Kluivert und Van Nistelrooy. Die beiden nebeneinander und dazu kommen, wenn sie im Angriff sind, außen rechts Ronald de Boer und links Senden hinzu. Da ist er. Und Tor. Klasse. Klasse. Man kann nur sagen, als objektiver Zuschauer, sensationell gespielt. Die beiden Spitzen in der Mitte, Nistelrooy und Kluivert, auf engstem Raum. Die deutsche Abwehr konzentriert sich auf die beiden. Und plötzlich ziehen sie das Spiel auf die Flügel auseinander. Mit Ronald de Boer plötzlich als Rechtsaußen. Und Senden plötzlich als Linksaußen. Und Volley. Weltklasse. Und zum zweiten Mal enteilt Senden Zoltán Sebeske. Und zum zweiten Mal hat es fatale Folgen. Dieses Mal ist er selbst Torschütze. Senden, früher ja links außen.
Ich sagte mittlerweile, weil dort Rivaldo ja zweckentfremdet wird von Luis van Gaal in Barcelona. Mittlerweile ist er linker Verteidiger in Barcelona. Ellbogen genau ins linke Auge. Und Kluivert, toller Pass. Aber schauen Sie sich das an. Ronald de Boer, was für ein Zuspiel. Linke muss ihn laufen lassen. Wir werden es mal positiv. Kahn verkürzt so geschickt den Winkel, dass Kluivert nicht schon wieder ins Tor trifft. Alles hat sich wieder gedreht und im Moment heißt es warten auf Matthäus. Seedorf. Oh, Kluivert. Van Nistelrooy. Erstes Missverständnis der beiden. Im Abseits Oliver Bierhoff. Kluivert, nicht im Abseits senden. Matthäus, senden. Was hat die deutsche Mannschaft für ein Glück? Erst Kluivert mit der Riesenchance, dann senden mit der Chance. Erneut fantastisch herausgespielt. Sebesken war ja vorne in diesem Falle, deshalb Matthäus 1 gegen 1 gegen senden. Es nützt nichts, meine Damen und Herren, wenn wir uns Sand in die Augen streuen. Vor der Fußball-Europameisterschaft bei einem solchen Test, ein solcher soll es sein. Der Spielstand gibt nicht im Entferntesten wieder, welche spielerische Diskrepanz zwischen beiden Mannschaften hier heute in der ersten Halbzeit offenbar wurde. Wir sehen am Handy, jetzt ist am ARD-Mikrofon Uli Stielike. Die erste Frage gilt den Auswechslungen. Gibt es was Neues in der zweiten Hälfte? Ja gut, jetzt in der zweiten Hälfte kommt Sebastian Deisler für Soldan Sebesken auf der rechten Seite. Aber eine Auswechslung allein wird das Spiel nicht besser machen. Da müssen schon alle mit anpacken. Aber noch ein Wort zu Soldan Sebesken. Schlimmer kann man sich so einen Einstand eigentlich gar nicht vorstellen. Ne? Ja gut, es ist sicherlich etwas unglücklich, dass beide Tore über seine Seite gefallen sind. Aber ich glaube, er ist der Spieler, den man am meisten im Schutz nehmen muss. Denn es waren seine ersten 45 Minuten in dieser Mannschaft. Und wenn die Mannschaft schlecht spielt, dann ist es für einen Neuling umso schwieriger. Also dann hoffen wir, dass in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser wird. Das muss es nämlich werden, wenn man gegen die Holländer bestehen will. Danke, Uli Stielike. Weiter mit dem Gerd. Auf ihn wird noch gewartet in dieser zweiten Halbzeit. Auf Sebastian Deisler, sein erstes Länderspiel im vierten Anlauf. Dreimal war er so nah dran. Jedes Mal kam eine Verletzung dazwischen. Dieses Mal ist es soweit. Seedorf, sie lassen ihn laufen. Ziege muss ihn doch haben. Auch nicht. Seedorf. Wenn der Kahn nicht wäre. Kluivert. Oh, Kahn. Hatte schon Angst um den Kopf von Bogarde. Ronald de Boer. Sie werden ein bisschen schlampiger in den Zuspielen, die Holländer. Jetzt wieder genau auf Van Nistelrooy. Sehr schön in Szene gesetzt von Edgar Davids. Der wieder einmal einen Zweikampf in diesem Falle gegen Neuville gewinnt. Übrigens macht sich Darius Wosch bereit für einen in Kürze erfolgenden Einsatz. Scholl. Neuville. Zum letzten Spiel Ende 98, als die zweite Halbzeit aus deutscher Sicht auch wesentlich besser verlief. Amann.
Haben wir ja alles gar nicht gesehen in den ersten 45 Minuten. Es war die Abschiedsszene von Dietmar Hamann. Wieder senden. Wo ist Deißler? In diesem Falle einige Meter weg. Und Kloibert. Seedorf. Frank Rijkaard, den Sieg, sagte er selbst, brauche ich dringend. Denn jetzt hat es nach dem Anfangserfolg gegen Peru 11 Spiele lang keinen Erfolg gegeben für die Holländer unter seiner Regie. Und sie scharren schon mit den Hufen. Herbe Kritik von Johan Cruyff. Toll. So einer wie in Norwegen, der wäre jetzt recht. Da lief Nyman zwar in die Abwehrmitte, aber Bogarde rückte jetzt ins Zentrum und Nyman spielt auf seiner Stammposition als linker Verteidiger. Kloibert nicht im Abseits, Hasselbank. Hasselbank, oh, Klassiker. Es mag sich merkwürdig anhören bei dem Spielstand und der Vielzahl der holländischen Chancen, aber der Einzige, der das Prädikat sehr gut verdient bei der deutschen Mannschaft, heißt nach wie vor Oliver Kahn. Lothar Matthäus staunt. Die Spanier schwärmen von seinem direkten Zug zum Tor. Mitverantwortlich, ich sag's gerne nochmal, für die derzeitige Pole Position in der Primera Division in Spanien von Deportivo La Coruña. Bändiger aus mit Wosch und mit Scholl vor allem und mit Deißler in der zweiten Halbzeit. Ziege, ah, oh, es wäre schön gewesen. Und nochmal Ziege. Wenn der mit der Hacke zu Scholl gekommen wäre, hätte es mich sehr gefreut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Damen und Herren, unter dem Strich hätte es dem Spielverlauf nicht entsprochen. Müssen wir ganz ehrlich sein. Auch wenn die deutsche Mannschaft in der zweiten Halbzeit wesentlich besser gespielt hat. Bosch, ähnliches Laufpensum wie in Berlin. Schade, sind sie nicht rechtzeitig zurückgekommen, die Angreifer. Erich Ribbeck wollte ein echtes Testspiel. Oliver ist rein. Ja, und mit mir spricht er. Wolfgang Niersgaard noch. Der Debütant, Zoltán Sebeskin, bei uns. Zoltán, was überwiegt denn mehr? Mehr Stolz, mehr traurig? Ja klar, wir haben 2-1 verloren, da kann ich nicht froh sein. Wir standen in der ersten Halbzeit nicht besonders gut, da haben die Holländer sehr gut gespielt und ja, machen natürlich 2 Tore, können, wenn wir Pech haben, natürlich noch 2-3 mehr machen. Beide Tore über ihre Seite. Ja, das ist richtig. Beim ersten Tor, weiß nicht, versuchen wir auf Abseits zu spielen. Da stehen wir 30 Meter vor dem Tor und stehen auf einer Linie und die spielen einen langen Ball. Und beim zweiten Tor kommt er rechts allein zum Flanken und da komme ich natürlich einen Schritt zu spät. Wie ist denn jetzt die Gefühlslage? Ich meine, einerseits ist man jetzt Nationalspieler, andererseits mehr als durchwachsen die ersten 45 Minuten aus Ihrer Sicht. Was denkt man dabei? Ja, das ist richtig. Das war natürlich das erste Spiel und ich bin nicht gerade froh über meine Leistung, aber was soll ich machen? Ich werde weiter Fußball spielen und versuchen, weiterhin gut Fußball zu spielen und werden wir sehen. Vielleicht sehen wir uns wieder. Viel Glück dabei. Danke. Danke. Bei uns ist Sebastian Deißler auch ein Debütant. Es hätte ein paar Mal sein sollen. Heute hat zum ersten Mal geklappt für 45 Minuten. Andere wären nervös gewesen. Sie überhaupt nicht. So schien es jedenfalls. Gibt es einen Grund dafür?
Ja, ich denke, ich kann ganz zufrieden sein mit dem Debüt. Ich bin überglücklich, dass es jetzt endlich geklappt hat beim vierten Anlauf. Und ich hoffe, dass es nicht mein letztes war. Ja, aber es war offensichtlich, dass Sie überhaupt keine Nervosität gezeigt haben. Sie kamen in der Halbzeit und haben hier ein tolles Spiel geliefert. Gibt es einen Grund? Freuen Sie sich auf solche Spiele? Gibt es da keinen Bammel gegen so große Namen? Naja, ich war jetzt erstmal heiß, dass ich endlich spielen konnte. Wie gesagt, es hat dreimal nicht sein sollen. Und deswegen war ich umso heißer und ich habe versucht, bei meinem Debüt ein gutes Spiel zu machen. Und habe natürlich das Beste gegeben. Und schade, dass wir heute verloren haben. Die Holländer waren zwar stärker, aber wir haben ja noch ein paar Spiele und dann können wir es besser machen. Lernt man in 45 Minuten gegen die Niederlande mehr als in 20 Bundesligaspielen, rein technisch? Ach, das weiß ich nicht. Aber mit Sicherheit ist ein Länderspiel was Besonderes. Man spielt gegen die absoluten Weltstars. Wenn man sieht, wie Clarence Seedorf oder Edgar Davids im Mittelfeld spielt, da kann man schon einiges dazulernen. Vielen Dank, alles Gute. Ihren Bus erreichen. Wir schauen noch mal zurück auf dieses Spiel, denn es war ja doch eins, das zumindest für einen Mann in die Geschichte eingegangen ist. Weltrekordler, 144. Länderspiel für Lothar Matthäus. Und den hat Bernd Schmelzer ein bisschen genauer beobachtet. Um 20.29 Uhr war es dann soweit. Gratulation für Lothar Matthäus und den Länderspiel-Weltrekord. Der Kreis schließt sich. 20 Jahre zuvor, der 18-jährige Lothar debütiert eben gegen Holland, 17 Minuten lang. 5 Jahre oder 33 Länderspiele später, sein erstes Tor im Nationaldress. Bei Karriere-Halbzeit der Höhepunkt. Matthäus bezwingt Jugoslawien quasi im Alleingang. Der Grundstein für den WM-Titel 1990. 4 Jahre danach, die 122. ist die letzte Partie WM aus, Lothar raus. Das Comeback 98, es sichert seinen Platz in den Geschichtsbüchern. Die 90 Minuten von Amsterdam, ein Spiegelbild seiner Laufbahn. Matthäus gibt immer alles. Er hat einiges miterleben dürfen. Bittere Momente, genauso wie viele schöne. Lothar Matthäus, es wurde ihm nichts geschenkt. Und dennoch. Er kam immer wieder zurück. Das Ende des Weltrekordabends. Es hätte ein großes Fest werden sollen und wurde eine kleine Party. Matthäus wird es verkraften. Es war ja nicht das Abschiedsspiel. Tja, und normalerweise wäre er jetzt auch bei meinem Kollegen Waldemar Hartmann gewesen, aber wegen der Verletzung da so in dieser Nähe beim Jochbein muss er noch behandelt werden und deswegen kommt das leider nicht mehr zustande. Wir schauen, nachdem wir die Form der deutschen Nationalmannschaft abgeprüft haben, heute mal auf einen potenziellen Gegner, beziehungsweise ist auf jeden Fall einer bei der Europameisterschaft, Portugal. Da gab es heute nämlich ein Spiel gegen Belgien, in Belgien, und zwar ganz besonders erwähnenswert in Charleroi, da wo die deutsche Mannschaft ihr zweites Spiel austragen wird, ein kleines Industriestädtchen. Und das große Problem, das ist Downtown. Mit anderen Worten, in der Town sind sie alle down, weil nämlich das Stadion inmitten der Stadt liegt, wie Sven Kaubers festgestellt hat. Sie hatten sich verabredet am heutigen Abend um 8:45 im Stadion von Charleroi. Die Teams aus Belgien und Portugal. Eine Verabredung, um 90 Minuten lang freundschaftlich Fußball zu spielen. Ein Spiel, ein Testspiel und doch ein Testfall für die Beamten in der Stadion-Kommandozentrale. Für Gendarmerie-Major Michel Rampin und seine Kollegen der Test, bevor es ernst wird. Am 17. Juni in diesem Stadion, wenn England und Deutschland aufeinandertreffen. Ich denke, es gibt keine Probleme. Wir sind gut besetzt und können jeden Punkt im Stadion schnell erreichen, meint Major Rampin in puncto Sicherheit. Nur sicher ist, dass es die absolute Sicherheit nicht gibt. Und sicherheitshalber sei erwähnt, dass von Höhenangst geplagte Fans vor dem Fernseher sitzen sollten. Neigungswinkel 37 Grad, diese Tribüne. Erlaubt, sagen die Experten. In die Höhe statt in die Weite und mittendrin in der City, genau da liegt das Problem. Da lag es nahe, ein farbiges Planspiel zu entwerfen. Die Zugangswege zum Stadion aufgeteilt in 4 Zonen. Die Eintrittskarten werden schön bunt, nur mit gelbem Ticket hinein in die gelbe Zone. Kein Ticket, kein Pardon, keine Chance. Oder das Beispiel der Zugangswege in Blau oder Rot. Dieser Fan zum Beispiel geht fremd, mit roter Karte in den blauen Sektor. Kein Pardon, keine Chance. 1000 Sicherheitsbeamte testeten heute den Ernstfall. Mindestens 2500 werden es am 17. Juni sein.
Die Rue d'Angleterre, die englische Straße also, wird gesperrt. Eine Rue d'Allemand, eine deutsche Straße, gibt es erst gar nicht. Und doch, sie werden sich treffen, die Engländer und die Deutschen, auf dem Marktplatz. Viele Kneipen, die besten Voraussetzungen also, um belgische Uniformen kennenzulernen. Wer volltrunken erwischt wird, geht für mindestens 12 Stunden in Arrest. Die Botschaft ist klar. Es wird appelliert an Fußball mit Herz, es gilt die Hoffnung, Fußball mit Herz und Verstand. Es wird aber befürchtet, dass einige den Verstand verlieren. Doch das lässt dem Verantwortlichen noch lange nicht das Herz in die Hose rutschen. Selbstverständlich werden wir nicht verhindern können, dass englische und deutsche Fans in der Innenstadt aufeinandertreffen. Aber wir, die Polizei und Gendarmerie, wir werden präsent sein. Unsere Präsenz zeigen, wir kennen das Problem und wir sind gerüstet. Das Stahlgerüst von Charleroi fasst 30.000 Zuschauer. 20.000 fanden den Weg in die City, davon 700 Portugiesen. Und Portugal in den hellen Hemden und Gendarmerie-blauen Hosen geriet nach 33 Minuten erstmals in Gefahr. Marc Wilmots, der Belgier, der für Schalke spielt, hatte passend zum Testspiel diese todsichere Chance. Auf dem Truppenübungsplatz, der wohl erst zum Juni hin ein Rasen werden soll, waren Spieler mit guten Ideen gefordert. Keine so gute Idee hatte Belgiens Torwart in der 45. Spielminute. Philipp de Wilde traf Portugals Kapitän Fernando Couto. Und es wäre fast ein Tor eines Jubilars geworden. Fernando Couto, der für Lazio Rom spielt, bestritt heute sein 60. Länderspiel. Ein Spiel ohne viel Dampf übrigens in der ersten Halbzeit 0:0. Den Portugiesen, die ohne den erkrankten Paulo Sousa und den verletzten Torwart Vitor Bahia antreten mussten, ereilte direkt nach Wiederanpfiff das Pech, gepaart mit ein wenig Unvermögen. Ersatztorwart Pedro Espinha hatte die gleiche schlechte Idee wie vorher sein Gegenüber Philipp de Wilde. Espinha traf Dani Boffin, Branko Stupar sammelte den Ball nur noch auf. 1:0 für Belgien. Deutschlands EM-Gruppengegner Portugal lag völlig zu Recht hinten. Bis zur 84. Spielminute, als überglückliche Portugiesen den Ausgleich erzielten. Die Betonung liegt auf glücklich. Und der eingewechselte Sapinto von Real Sociedad war der Glückliche. Die Vorarbeit leistete die Nummer 17, Sergio Conceição, nachsetzen tat Sapinto. Dabei blieb es. Also 1:1 im Testspiel, das vor 15 Minuten endete. Ein Test ohne Verletzte. Ernst wird es ja erst am 17. Juni in Charleroi, England gegen Deutschland. Und da ist es doch irgendwie beruhigend, dass die Klinik direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite liegt. Also auch bei den Portugiesen noch nicht alles Gold, was glänzt. Ähnlich ist es auch bei den Engländern wie in Deutschland, nicht von der Leistung her. Sondern wenn da ein Nationalspieler nicht eingeladen wird, dann passiert es schon mal, dass er seine Demission bekannt gibt. Paul Merson ist das so widerfahren beim Länderspiel heute. England gegen Argentinien ist er nicht berücksichtigt worden von Kevin Keegan. Und schon hat er gesagt, jetzt spielt er gar nicht mehr für die Nationalmannschaft. Dafür spielt ein anderer viel lieber als je zuvor. David Beckham nämlich, der durfte bei Manchester United nicht mehr ran, weil er sich mit seinem Trainer Ferguson ein bisschen gestritten hat. Der war heute natürlich besonders ausgeruht. Ob er auch so fit war, um die englische Nationalmannschaft gegen Argentinien zum Sieg zu führen, das erfahren wir von meinem Kollegen Gerd Gottlob. Auf jeden Fall bekam er noch eine ungewohnte Rolle dazu von Trainer Kevin Keegan. Seine Position nicht wie sonst auf der Außenbahn rechts, sondern im zentralen Mittelfeld. England-Argentinien, eine Partie nie ganz frei von Rivalitäten. Heute Abend die ersten 10 Minuten ereignislos. England in den roten Trikots mit der ersten Chance. Ecke Beckham und Alan Shearer, Newcastles Stürmer, heute im Angriff zusammen mit Emil Heskey von Leicester City. Dann zwei knifflige Szenen für den deutschen Schiedsrichter Markus Merk. Nach 20 Minuten dieses Foul von Spiceboy Beckham. Mutig und richtig die gelbe Karte gegen den Star der Manege. Und dann dieser Angriff wenige Minuten später über Emil Heskey. In der Mitte Alan Shearer, der ins Straucheln kommt und einen Elfmeter fordert. Und zwar von Markus Merk, der jedoch unbeeindruckt blieb. Schwer zu erkennen in dieser Situation. Aber ich glaube, der einzige deutsche EM-Schiedsrichter hat die Szene korrekt eingeschätzt. Die Argentinier oft flott im Spiel nach vorne, meistens aber harmlos. Dieser Schuss von González, die einzige Gefahr bis dahin für das Tor von David Seaman. Bei den Gastgebern tatsächlich die zentrale Figur David Beckham. Seine Spezialität aber vorbeigezwirbelt.
Die erste Halbzeit blieb torlos, 0:0. Die Mighty Maus hatte nur selten Grund zur Freude. Der zweite Durchgang, lange Zeit ein fürchterlicher Langweiler, ohne Feuer, ohne Zauber, ohne Chancen. Dieser Kopfball von Heskey, noch einer der Höhepunkte nach gut einer Stunde. Die Argentinier bekleckerten sich aber auch nicht gerade mit Ruhm. Vorarbeit Ortega und dann noch einmal González, 70. Minute, die erwähnenswerteste Szene der Südamerikaner. Die beste Sequenz der Engländer in der 75. Minute, Hackentrick Scholes und dann der für Beckham eingewechselte Parler und Andy Cole. Es blieb aber beim 0:0 ein in jeder Hinsicht nachvollziehbares Ergebnis. Auch Deutschlands EM-Gruppengegner scheint noch nicht in Topform zu sein. Und Sie haben es vielleicht gesehen, meine Damen und Herren, die englischen Spieler mit Trauerflor. Das hat seinen Hintergrund folgendermaßen. Das englische Fußballidol, nämlich Sir Stanley Matthews, ist tot. Im Alter von 85 Jahren starb Europas zweimaliger Fußballer des Jahres in London. Zwischen 1935 und 1957 hat er 54 Länderspiele bestritten, aber sage und schreibe 710 Ligaspiele für Stoke und Blackpool. Und beim letzten, da war er immerhin 50 Jahre alt. Sehen Sie, wenn Sie weitergespielt hätten, dann hätten Sie letzte Woche auch noch gespielt, ne? Ja. Also in diesem Sinne, ah jetzt will ich Ihnen mal was Gutes tun, trotzdem sagen wir auf jeden Fall Tschüss, bis zum nächsten Mal und verabschieden uns mit einem Hinweis auf das weitere Sportprogramm in der ARD. Samstag geht schon wieder richtig weiter. Der Sport am Wochenende, am Samstag mit dem Weltcup.